An der heutigen Gemeinderatssitzung hat die FDP-Fraktion eine dringliche Interpellation mit eingereicht, die vom Stadtrat verlangt, gegenüber dem Parlament möglichst grosse Transparenz zu schaffen über die aktuelle Finanzsituation im Kontext der Corona-Krise. In der BBK kommen wir laufend Projekte auf den Tisch über in Millionenhöhe mit dem Vermerk, die Projekte seien im Budget eingestellt. Aber wir alle gehen davon aus, dass auf der Einnahmeseite wir mit massiven Ausfällen gegenüber dem Budget zu rechnen haben. Also braucht es Strategien, es braucht Szenarien, wie man mit diesen grossen Ausfällen umgeht, damit man nicht ein Millionenloch produziert. Der Stadtrat ist leider nicht bereit, in solche Strategien zu denken, was enttäuschend ist. Umso mehr sind wir im Parlament bzw. Gemeinderat gefordert, Prioritäten zu setzen und zu schauen, wo wir in Zukunft unser Geld richtig investieren.